Hallo und herzlich willkommen zurück zum die Barbaren mal wieder. Ja gut. Oh, jetzt bin ich tot. So, ich habe jetzt mal kurz die Dinge geändert. Schaut euch mal, hängt einfach bei 32% seit 6 Stunden. Bin ich am Hochladen. Geht einfach nicht. YouTube buggt wieder. Ich werde jetzt mal wechseln auf... Also jetzt ist hier ja Fenstermodus, hier unten ist der Balken. Jetzt mache ich mal auf Fenstermodus, Regnum, Fenstermodus. Jetzt habt ihr einfach hier, okay, es ist jetzt weg diesmal, okay. Wenigstens das. Aber ich habe sonst eigentlich hier unten neben dran einen schwarzen Balken, weil der Regnum... Ah, buggt wieder. So. Habe ich das auch endlich mal geschafft, Todesopfer zu erreichen. 50 Kills. Aber ist ja leicht, ohne ohne hohes Level, oder? Ja, sie fragen sich schon, wie bin ich jetzt 2 Jahre Level 42, dabei bin ich so schnell am Leveln. Ich weiß es nicht, was sie wahrscheinlich als Scherz gemeint haben. Ich fühle mich schon, dass ich langsam levele, aber ich tue ja auch Items suchen und alles mögliche ohne Booster und so weiter und deshalb, ja. Aber ich kann nicht mal AFK sein, kurz eine Aufnahme machen. Plötzlich kommen einfach die Syrten oder die Igen immer ständig. Ja, und deshalb kann ich jetzt auch nicht gerade so schnell natürlich gute Portschlachten oder so zeigen, weil ich zuerst auch mal hin muss. Aber die Taxis, also die anderen Spieler vom Clan, machen natürlich nicht so nette Sachen mit mir. Also sind eher eigennützig, halt irgendwo am Gegnerkinn und ich komme einfach nicht dorthin. Deshalb kann ich auch nicht so viele Aufnahmen machen. Aber ja... Ich werde halt immer wieder gekillt, das ist halt einfach, ich bin noch schwach mit Level 42. Und ja, ich sehe es jetzt gerade der Balken nicht, wegen der Taskbar. Aber wahrscheinlich schon bald Level 43, immerhin. Aber die Leute heutzutage, ey, stören sich, dass ich ein bisschen egoistisch mache oder... ja, eine eigene Meinung habe und so. Wieso? Wieso lässt man mich nicht eigene Meinung haben und auch ein bisschen angeben? Weil andere YouTuber machen das ständig. Ich mache das sehr wenig. Aber ständig sind sie irgendwie geplagt. Also jetzt nicht von der Gilde und Clan, sondern eher vom Ding her, vom YouTubischen her oder von Discordischen her oder von Steamischen. Ich habe eine Frage gehabt zu Transport Fever, das könnt ihr nachschauen, Transport Fever 2 Form von Steam. Da haben sie einfach gesagt, ich wäre nicht gut genug und so. Ich bin klar, bin ich nicht gut in Transport Fever. Es ist auch nicht mein Hobby, also mein Genre. Aber dann so blöd zu machen, dass sie sagen mir zum Beispiel, ja, ich kann das und das nicht machen, ja, weil ich es nicht will, ich will nicht effizient zocken. Aber scheinbar muss jeder so effizient wie möglich zocken. Da habe ich eben bei Regnum auch. Alle sagen halt ein bisschen, ich sollte besser spielen und so weiter. Aber ja, es geht halt nicht, weil ich nicht das Ziel habe, der Beste zu sein. Ich soll nicht angeben, aber scheinbar muss ich ja angeben. Die Leute wollen es ja, dass ich so angebe. Und wieso ist immer dieser blöde Chat-Bug da, dass man immer wieder die... Shortcuts drückt, obwohl man eigentlich im Chat schreibt. Ich finde das so blöd. Und scheinbar gibt es einen Bug, dass Sockel angezeigt werden, obwohl keine Sockel vorhanden sind auf Items. Das ist also relativ gerade echt buggy. Also mir kommen halt recht viele Buggies entgegen. Also Bugs entgegen, die auch ein bisschen das Spiel trüben. Also einfach runtersetzen im Spielspaß. Aber ich hatte gestern eine mega geile Invasion von Aetherias. Also, ne, es war nicht eine Invasion ins Reich von Syrtis, aber Aetherias Castle und so. Weil wir haben das Aetherias Castle verteidigt und alles mögliche und die anderen mussten eigentlich nur die anderen zwei Forts oder einen Fort einnehmen. Ging aber nicht. Wir waren einfach die Beste. Ah, oh, wieso breche ich wieder ab? Okay, dann hau ich halt nicht zu. Ach man, diese Bugs im Und was muss ich machen, genau? Wieso kann ich jetzt hier nicht
angreifen. Ja. Geh nicht. Jetzt geht's, okay. Dankeschön, liebes Spiel, dass du so ein Buggy bist. Ich mache ja richtig, ich steuere ja richtig, oder steuere ich falsch? Voll doofing. Niemand hier? Wow, die haben mal etwas gelernt. Sie sind nicht tot. Sie verstecken sich nicht. Ja, ja, ist gut, Bogenschützen. Ich weiß es. Ja, ich putze hier nur. Müsst mich nicht angreifen. Ah. Ich habe immer das Gefühl, ich bekomme die Hucke voll. Ich bin halt einfach ein Let's Player und ich bin bekannt, deshalb bekomme ich die Hucke voll. Wo ist der Ausgang hier? Da an der Seite. Ich putze mal draußen den Rasen. Ich pflege den Rasen. Erobe ein gegnerisches Fort. Sehr schön, Ziel abgeschlossen. Wunderbar. Oh, ein Schatz. Cool. Ich mache einfach mal nichts für das Reich. Einfach nur dabei sein. Ja, ich bin halt nur der Kameramann. Ihr müsst einfach bedenken. Ich muss nicht gut spielen. Ich muss nicht angeben. Ich muss nicht egoistisch sein. Aber sobald ich irgendwas sage, egoistisches sage kurz, oder irgendwie etwas gegen andere hege, bisschen, ja, genervt bin, ab den Toten, die ich erleiden muss oder so, gehen alle auf mich los. Wieso? Ich mach doch nichts Schlimmes. Wenn ich einfach mal einmal kurz etwas Schlimmes mache, werde ich schon geplagt. Ist halt einfach trostlos, diese Leute, die machen, vor allem die Syrten halt, ein bisschen. Also die angeblichen Syrten, das sind vielleicht zwei. Aber scheinbar werde ich natürlich sowas von... Oh, ich kann in Minecraft nicht Redstone machen. Natürlich kann ich nicht Redstone machen, weil mich interessiert Redstone nicht. Also ich bin schon erfahren im Redstone, aber mich interessiert Redstone doch nicht. Lasst mich doch einfach Roleplay machen und... Ja, Rollenspielartige Sachen machen und nicht technische Sachen. Ich muss nicht den Leuten zeigen, wie ich Redstone machen kann. Das ist für mich nichts. Und deshalb, ja, bin ich halt einfach auch ein bisschen genervt ab diesen Forderungen, die die Leute mir stellen. Aber immer nur im Hintergrund, nie im Vordergrund. Das würde die Leute einfach gegen mich etwas hacken. Einen negativen Ding hacken. Von der Peinliche mit unsichtbar kurz den Schatz wegschnappen. Mann, was sind das für Leute immer bei, ja, Legnum. Alle sind so mega greedy, gönnen es den Kleinen noch nicht, irgendwelche Schätze aufzusammeln oder Magneten. Alle viel zu süchtig. Aber es ist ständig halt so. Es sind halt viele Spanier, also Argentinier, die so greedy sind. Die Deutschen sind eigentlich ziemlich nett und überlassen mir auch mal ein paar Sachen. Weil ich brauch's noch. Ich bin ja nicht einer, der sagt, ja, ich möchte jetzt unbedingt immer alle Schätze haben, die ich sehe. Aber wieso verfolgt er mich und nimmt ihn auf? Ich bin doch ein langsamer Spiel. Völlige. Die Spieler sind einfach manchmal ein bisschen zu greedy. Als würde man... Ah, dafür habe ich ein Gestein. Ha! Den habe ich aber, das Gestein. Der hat mich wahrscheinlich verfolgt, weil ich sehe nicht und er sieht mich nicht. Deshalb hat er mir das einfach weg. Oh ja, ich bin am Fliegen gewesen. Ja, was soll ich jetzt machen? Weißt du, die gehen natürlich direkt Invasion machen. Da kann ich nicht mehr machen, weil die Syrten machen Invasion, nicht wir. Da kann ich leider noch nicht mit sein. Oder ja, ich könnte schon machen, aber... Ich muss außen herum, ja, es ist der grüne Drachen. Der grüne Drache. Wie heißt der? Der von Syrdis, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie er heißt. Parkos oder so, das Vagor. Irgendwas mit V, glaube ich. Oder mit I. Irgendwie so etwas. Aber auf jeden Fall, unser heißt ja Algor, glaube ich. Und der Eggendrache. Mann, bin ich wieder raus aus dem Spiel. Ich weiß einfach kaum etwas über die... Oder Valor. Kann das sein, dass Valor heißt von Isis? Na gut. Ich bin halt einfach ein Spiel, der jetzt nicht alles Wissen hat.
Aber dafür mich so mega angeberisch und so zu stempeln, ist natürlich schon eine Art von Schwäche. Dass einfach alle Leute zu mir Schwäche zeigen müssen und sagen, ja, ich sei egoistisch, angeberisch und so. Wo denn? Ich bin extra der Mensch, der eigentlich am wenigsten angeben muss und egoistisch sein muss. Weil ich gebe euch etwas. Ihr dürft wählen, wenn ihr es denn wollt. Soll ich besser spielen, dann spiele ich besser. Aber so verletzlich zu machen, nur weil ich manchmal ein bisschen, ja, die Deutschen sind halt mega direkt, Deutschland. Und in der Schweiz ist man nicht direkt. Und deshalb verletzt es mich vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil in der Schweiz nennt man es locker, wenn man sagt, komm, wir gehen mal ins Kino, dann meinen wir das nicht direkt heute Abend, sondern vielleicht ein paar Tagen. Aber in Deutschland ist man so direkt und meint, das muss man sofort machen. Voll im Stress. Wieso sind die Deutschen im Stress? Und das erfahrt mir einfach die ganze Zeit. Ja, ich sage mal etwas Lustiges über Syrien. Nein, das ist eine Anforderung. Ich würde die Syrten runtermachen, wenn ich sage Spargeltarzane. Was ist ein Spargeltarzane? Das ist so schlimm. Ihr seid ja Waldmenschen. Also könnt ihr auch Tarzane sein und Spargeln, weil ihr so dünn seid, so grazil. Aber das ist doch keine Beleidigung, ey. Was ist denn los? Wo sind die anderen denn? Sind die hin? Da vorne. Okay. Danke, Silika, dass du mich da ein bisschen geleitet hast. Das ist der Lego, der Schwede, der nicht ja, so gut Deutsch kann, natürlich. Das ist ja eine deutsche Gilde, aber er kann halt als einziger jetzt nicht so gut Deutsch. Habe ich den? Ja. Schön, dass das so gut geht. Ah, wieso bricht der ab, ey? Ja, der ist zu schnell, der hat auch diesen Boost. Jetzt, komm. Nein, wieso ist der? Hä? Ja, jetzt bekomme ich den nicht. Ja! Ich freue mich eigentlich sonst nie. Das ist nur gespielt, also. Sonst freue ich mich natürlich eher nie. Ah, es sind aber recht viele. Bitte nicht involvieren. Ich muss schauen, dass ich nicht so greedy spiele. Ja, ich bin nicht greedy. Ich muss nicht unbedingt so mega schnell leveln. Also bitte einfach bei mir ein wenig Rückhalt, ey. Das. Heutzutage muss man halt immer Leistung zeigen, wenn man Videos macht. Ich finde das so frech. Ich finde das einfach nicht gut, dass man heutzutage so viel Leistungsdruck machen muss. Ja, ich muss super spielen. Ich bin ein Let's Player. Ich muss so gut spielen, dass es kracht. Und dann nennen sie mich egoistisch, weil ich zu gut spiele oder wieso? Ich möchte den. Kommt mit. Ja, kommt mal mit. Ah, Mann, die Steuerung mit viel. Ah, da kommt auch noch einer. Ah. Wieso hauen die Leute ständig immer nur ab? Haben die kein Ehrgefühl? Die Leute einfach immer nur abhauen. Was macht die jetzt eigentlich? Also ich gehe zurück. Die können von mir aus. Ja, sie kommen auch zurück. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen immer nur grazil hinterher, obwohl sie keine Chance haben und so weiter. War beim Ephraeus-Kessel gestern Abend um 22:30 Uhr, also ich durfte eigentlich nicht mehr so laut reden. Weil Nachtruhe ist bei diesem scheiß Hochhaus, das so richtig hellhörig ist. Und hab dennoch mega laut. Einfach so richtig Freude gehabt mit den anderen vom Clan. Und ja, die Süden kommen scheinbar nicht. Die haben einfach keinen Bock. Ja. Spanisch so kompliziert. Verstehe nur Bahnhof. Was? Sie wissen? Gut. Das ist Englisch. Das tönt eher nach Französisch. Korre. Ja. Der Kern. Ist wahrscheinlich auch Köln. Der Core. Der innere Kern. Cooler Film.
Ja, jetzt möchte Trump natürlich eine Space Quad machen. Also ein Ding, um auf den Mond wieder zu gelangen und auf den Mars. Anstelle mal etwas für die Natur zu machen oder so, gibt er Unmengen mehr Geld aus für, ja, weitere Reiche, also Planeten zu erobern. Wenn das alles machen würde, ich würde sie sofort verlassen. Ich würde Ronin werden und selber. Also das wäre auch mal ein bisschen Rollenspiel machen, dass wir einfach, ja, mal auf eigene Hand mal ein bisschen die Gegner erkunden, ein paar Gegner töten, dann auf Level 60. Das wäre cool, aber jetzt muss ich zuerst mal Level 60 werden. Es geht so elend lange. Also heute ein Level gemacht, gestern ein Level. Ein Level pro Tag, dann bin ich ungefähr in... Ich kann nicht mehr rechnen. 10, 8, 18 Tagen Level 60. Wer es glaubt. Mann, das ist so glitschig hier. Alle glitschen herum. Zylon. Du Clown. Was? Ego sells some items. Ja, dann Unterstützung nicht. Lieber handeln. Ich sag immer zu ihm, no, trading is not good. Not good. Eins, zwei, drei, vier. Hui, die gibt's auch noch. Ich dachte, die seien ausgestorben. Nein, ich sollte nicht so böse zu den Sirden sein. Das tun ihnen nicht gut. Immer schön nett zu den Sirden sein. Sie sind sowas von oft hier. Deshalb schön nett sein. Und sie hinterherjagen und töten. Ich möchte aber einen dazu haben. Mann, man sieht, man hat einfach keine Übersicht. Ach man, nimm mir diese Monster. So einen habe ich markiert. Ich muss nur markieren, ich bin da dran. Zweite habe ich auch markiert. Den töte ich mit. Und immer auf mich. Wieso gehen die immer auf mich? Ich bin auch der Noob. Ich gehe immer alle auf die Noobs. Aber ich kann wenigstens überleben. Nicht so wie die anderen. Die anderen sterben immer. Weil sie halt Noobs sind und ich bin kein Noob. Ich bin ein Bro. Nein. Ich bin ein Horst. Ich bin Horst Meier. Oder ein Kevin. Ich tue gerne Regnum zocken, aber nicht gut. So, Regnum zocken. Das muss zuerst mal kommen. So richtig Schweizer Akzent. Grüezi aus der Schweiz. Willkommen. Bei den Lockeren. Also, es ist Schweizerland. Es ist fast schon Schweizerland. Schöne Alpen, das Matterhorn, dann dort noch die Jungfrau. Ja, grüezi. Grüezi, Frau Jungfrau. Sind Sie immer noch Jungfrau? Wo haben Sie denn den Mann kennengelernt, den Mönch? Ah, der Eiger. Oh, schön, der Eiger. Schön, die Eiger, oder? Ist das cool, hey? Ja, ich bin froh, dass die Eigernordwand so flach ist. Wie meine Witze. Ja, und dann habe ich halt noch Sarkasmus, aber Sarkasmus kommt bei den Deutschen überhaupt gar nicht gut an. Deshalb lasse ich lieber ein bisschen Sarkasmus. Also nicht mehr so viele Sürden kaputt hauen. Mit den Wörtern, mit den Witzen. Tut nicht gut in den Sürden. Tut mir leid, auf jeden Fall. Es war nicht so gemeint. Also es war eher scherzhaft, hat Spargeltatane. Und ich bin echt gut am Farmen. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir jetzt? 599! Wow! 599! Neubauter! Einen Bildschirm für 599! Ja, der Otto.
der andere Otto, der Ostfriese. Was ist Otto? Ein Restwarenverkäufer oder Allgemeinwarenverkäufer? Weil wir haben hier in der Schweiz, oder in Deutschland ist es nicht Otto. Haben wir in der Schweiz Otto oder haben wir die Deutschen? Das fragt man sich auch. Nein, in der Schweiz heißt es irgendwie anders, ein bisschen länger. Ach, weiß doch gar nicht mehr. Ich kaufe nie bei den Sachen da ein, weil ich keine Werkzeuge und Möbel brauche. Ja, klärt mir mal ein bisschen auf, ich bin halt nicht so. Oh, das sind die Syrten, ganz viele Syrten. Ist das krass. Anyone? Ja. Ich schreibe nicht so gerne falsche Sachen, deshalb sage ich jetzt lieber nichts. Aber ich wollte sagen, ja, wir haben sehr viel Spaß mit Syrten. Mit vielen Syrten. Die Cobra. Guten Tag, Frau Cobra. Ich gehe jetzt nicht weit nach vorne. Das ist nicht so gesund, hier zu sein. Ja, vielleicht hier. Oh ja, den wollte ich hier angreifen. Ah, Mann, zu spät. Mann, die Barbaren sind immer so frech. Sie gehen immer zu schnell. Und ich glaube, ich habe ein Problem gleich. Von rechts. Doch nicht. Da ist einfach einer. Wir tun einfach noch ein bisschen taktisches Spiel. Und wieso bekommen wir so wenig Königgeistpunkte, weil wir so wenig Schaden jetzt gerade momentan machen? Ich habe nicht eine Schadenskillung gemacht, eher eine defensive Skillung, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann vom Spiel, oder? Also auch keine AOE-Attacken mehr. Ja, weil ich sowieso nicht genug Zeit habe, immer die Spells also die starken Angriffe, AOE-Angriffe zu benutzen. Ja, aber es macht mega viel Spaß mit dem Clan, weil es einfach auch für mich ein bisschen mehr zu zeigen gibt und so weiter. Ja, und jetzt fragt sich, was für einen Titel soll ich denn machen? Ein bisschen schweizerdeutscher Titel. Ist richtig. Schweizerdeutsch. Grüezi aus der Schweiz, genau. Alles aus Schweiz, vor Schweizerland, genau. Ich habe schon gedacht, ich mache mal wieder Livestreams. Aber ja, Fenstermodus geht eigentlich ziemlich gut, aber ich kann dann halt nicht immer schauen. Also ich bin jetzt momentan ein bisschen defensiver. Ich schaue mal kurz, dass ich ein bisschen etwas zeigen kann mit Tarnung. So. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich dann bald sterben werde. Ja, das ist nicht so gut. Ja, ich werde sterben, ich hau ab. Hä? Ah, ich bin noch unsichtbar, gut. Ne, da haben wir keine Chance, leider. Die sind schon alle weg? Okay. Alle gestorben, scheinbar. Ja, dann ist klar, dass ich abhaue. Ah, das sind wieder zwei. Zwei Schweizer vom Schweizerdeutschen Reich. Das wäre cool. Als es zum Schweizerdeutschen, nicht zum Deutschen, sondern zum Schweizerdeutschen Reich machen. Nee. Dann müsst ihr ja diese mega schwere Sprache lernen. Das ist ja so schwer. Nicht Spanisch. Spanisch ist nicht so schwer. Schweizerdeutsch ist schwer. Wir haben nicht mal Vergangenheit. Wir haben kein Plusquamperfekt. Wir haben kein Futur 2. Wir sind einfach nur Billigsprache, also wirklich. Ja, wir haben keinen mega dicken Duden, wir haben so ein winziges Heftchen als Duden. So mega leicht. Komm, alle Schweizerdeutsch lernen. Das ist die geilste Sprache, die es gibt. No ego, aber. Die Syrten sind also mega. Ja. Am Anwesen seine. Habe ich Glück, dass ich jetzt noch kurz ein Ding habe, weil jetzt bin ich wieder sichtbar. Jetzt ist das Auge weg. So genial, ey. Dass ich so viel Glück habe. Wo soll ich jetzt hingehen? Hinter diesen Stein dort? Ja, ist ein bisschen zu nah. K
komm bitte ab Klingzeit, ey. Ich hab keinen Bock. Ich schreib nur kurz in den Chat. Okay. Weißt du, das ist einfach Humor. Und viele können halt einfach Humor nicht deuten. Verstehe ich einfach irgendwie nicht. Weil in der Schweiz haben wir einfach ständig den Humor. Wir müssen nicht immer alles ernst nehmen. Das ist, als würde dir keinerlei Ding haben. Spaß haben. Es ist einfach der Druck, der auf vielen Deutschen lastet, der Erfolgsdruck und so. Das haben wir in der Schweiz jetzt eigentlich nicht so, deshalb sind wir wahrscheinlich auch reicher und beliebter. Aber das müssen die Deutschen halt auch wieder ein bisschen lernen. Es muss nicht immer alles nur Druck sein. Es muss nicht immer alles stimmen. Lügen, Ironie haben und so, das ist einfach etwas, was man braucht. Das muss man lernen. Und dann geht's auch wieder. Dann werde ich auch nicht mehr so angefeindet. Aber versteht einfach, dass es nicht alles echt ist. Es ist vieles von mir halt ein bisschen gespielt, damit es einfach ein bisschen unterhaltsamer ist. Ich habe ein bisschen schwarzer Humor, ich habe ein bisschen Sarkasmus. Aber das gehört zu mir. Das sind manche Schweizer einfach. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit einem Alpen, so einem Käser oder so, aus den Alpen habt, der wird euch mit Sarkasmus nur so hinwerfen. Ach, das müsst ihr einfach annehmen, dass ihr vielleicht eben nicht gerade der Käse bekommt, den ihr möchtet, sondern erst einmal ein bisschen gescherzt einen schlechteren Käse bekommt oder sonst irgendwas. Das ist einfach. Wir Schweizer sind halt eher so ein bisschen ironisch. Ein bisschen, ja, im Hintergrund. Und deshalb, ja, mögen die Deutschen meistens halt nicht so. Die sind noch orange? Krass. Ich kann die Quest immer noch nicht machen. Oder wo sind die richtigen? Was müssen wir töten? Junge Ignis Org. Also wir können die Quest gar noch nicht machen. Okay. Merkwürdig. Wieso habe ich die Quest schon mit Level 30 oder so bekommen? So ungefähr mit Level 35 habe ich die Quest bekommen. Ja, was passiert jetzt eigentlich momentan in Champions of Recknum? Wahrscheinlich jetzt einfach ein Weihnachts-Event. Weihnachtsbäume spawnen wahrscheinlich wieder und geben ein bisschen Drop. Aber eher unnütze Sachen, denke ich mal. Und eventuell nochmal ein Xim-Boost. Ich habe auch wieder ein bisschen Xim, glaube ich, 140 bekommen. Oder 120. Durch diesen täglichen Einlog-Bonus, den verwende ich jeden Tag. Ich bin also jeden Tag eigentlich online bei Regnum und wenn ich mal auslasse, mache ich einfach das nächste Mal weiter, weil ich eigentlich immer nur eine Woche immer wieder resettet wird. Also innerhalb von einer Woche wird es halt dann immer wieder resettet und man bekommt immer in den zwei letzten Tagen einer Woche die Lootboxen über und die machen wir jetzt gerade mal auf, die Lootbox. Was haben wir bekommen? Eisenerz, sehr schön. Das ist einer der besseren. Ah, wir haben den Bogen. Ah, genau. Okay. Wir haben hier einen Präzisionslangbogen und einen blutrünstiger Pfeil bekommen. 35? Ist nicht so gut. Bis 43. Aber Gesundheit. Ist Gesundheit nicht wichtig, ja? Ja, gut. Das ist der Pfeil, oder? Den wir jetzt herringen. Das sollte besser angezeigt werden, dass man sieht. Okay, 11 Eisenerz, die haben wir ab Level 48 und 47. Und ja, Felsen haben wir recht viel jetzt. Tickets habe ich auch mal wieder 2 bekommen wegen gestern Abend. Jetzt habe ich noch zweimal den Brief. Einmal wegen dem Fort einnehmen und einmal noch wegen gestern, wo ich noch nicht geöffnet habe. Ich habe einfach drauf geklickt und dachte, ja, ich nehme die jetzt noch nicht, diesen 30 Tage im Briefkasten, oder? Nützen jetzt also noch nichts. Aber gut.
Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Also, ja, die kommen nicht. Ich denke, ich bleibe hier und werde morgen dann zurückgehen. Oder heute noch, aber wenn ich mich ein bisschen sicherer fühle, weil hier fühle ich mich nicht mehr so sicher. Es sind einfach zu viele Igen und Syrten hier. Ja. Wir müssen nicht immer so überzählig sein. Ich hätte gerne ein bisschen weniger Syrten und Igen. Dankeschön. Also Eisen, ob häufiger werden. Ich brauche auch ein bisschen Balance. Das ist wichtig für meine Ehre. Ich bin halt ein ehrenvoller Mensch. Ich brauche ein bisschen Ehre. Aber er braucht es nicht. Heutzutage muss ja jeder ehrenlos sein und so wirklich gönnerisch wie möglich. Das ist nun mal so. Rico Rodriguez. Heißt nicht dieser Machete Rodriguez? Machete Kills. Ricardo Rodriguez heißt er, glaube ich, oder so. The Watcher will inform the realm in 1 second. The Watcher wanted enemies. Ist Watcher der auf der Insel? Wir könnten mal zur Insel gehen. Habt ihr Lust? Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Ah, wir haben schon 31, ja komm, machen wir einen längeren Part. Wir gehen noch kurz zum Watcher. Zum Doom. Wie heißt das jetzt schon wieder? Ach komm. Dieses Spiel, wieso ist ein Abhang so glitschig? Das ist nicht realistisch, liebes Regnum. Liebes Team von NGD. Scheinbar ist Adrian der einzige Entwickler momentan. Sonst hat jeder hingelegt. Scheinbar. Und es entwickeln eben Handy-Games, die natürlich sehr viel wichtiger sind. So Grinder-Spiele, die nur Grinding sind. Ja, ist ja Regnum eigentlich auch. Und immer nur Grinding, Grinding, Grinding. Voll. Ja, eben das ist eigentlich nur das RVR hat wirklich das super an Regnum. Aber das ist so super, dass ich einfach so süchtig bin nach Regnum. Oh, eine Windmühle. Ja, die Windmühle, da war ich immer gerne. Ein bisschen Brot backen. Ein bisschen Weizen herstellen. Aber was ist das jetzt mit dem Watcher? Kann mir das ja mal bitte erklären? Ich bin halt noch nicht immer so richtig am neuen Content zocken. Also meine Stunden waren so zwischen 2006 und 2010, wo ich viel gezockt habe. Dann kam ja halt einfach mein neuer PC und dann wollte ich nicht mehr so viel zocken. 2011 habe ich dann im Januar, Februar habe ich den neuen PC gekauft und da habe ich nicht mehr Lust gehabt, Regnum weiter zu zocken. Da habe ich bessere Spiele wie Skyrim oder so gespielt. Oder auch Final Fantasy 11 damals noch. Und Metin 2. Ah ja, Rappels ging dann endlich, konnte ich Rappels spielen. Ja, ich weiß noch, das brauchte eine Shader-Grafikkarte und ich habe bis dann keine Shader-Grafikkarte gehabt. Genau. Ja, und jetzt bin ich natürlich wieder so relativ gut zurückgekehrt. Also ich habe ja immer wieder ein paar Videos gemacht und Livestreams gemacht. Und jetzt, denke ich mal, werde ich wirklich lange Regnum zocken. Ich werde niemals aufhören mehr. Ich bin einfach der Mann. Der Regnum-Fan. Ja, richtig cool. Es ist wirklich nichts los hier. Also hier muss man scheinbar dann immer wieder warten, bis man zum Boss kommt. Ah, Soulmonger heißt er. Ah, cool! Oh, Ringo, Ringo, schöner Abschluss. Oh, ich hab gestoppt. Hä, ich hab nur die linke Maustaste gedrückt. Ah, jetzt geht's wieder ein. Sehr schön. Ringo, 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 Ringo. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.